Hallo, willkommen zum nächsten Video von mir. Dieser Teil hier ist jetzt nachvertont worden von mir, weil ich vergessen habe, das Mikrofon zu aktivieren, während ich gespielt hatte. Und zwar befinden wir uns auf der Route Peninsula Corridor mit dem Caltrain oder Caltrain MP36PH, gleich mit der ersten Szene, mit dem ersten Szenario. 360 schnelle Fahrt nach San. Wie war das? San José Düden. Ja, und sobald wir auf der Strecke sind, habt ihr wieder meine Live-Kommentare, die ich während des Spiels abgegeben habe. Okay, also so viel dazu. Ja, da sind wir auch schon. Betriebsanweisungen. Öffnen Sie die Türen und lassen Sie die Fahrgäste vor der geplanten Abfahrt um 16:10 Uhr zusteigen. Anschließend warten Sie bitte auf Anweisung durch den Zugbegleiter. Jo, machen wir doch mal gleich. Öffnen wir erstmal die Türen. Schauen wir uns das mal von außen an. Ein bisschen zurück. Okay, Licht werden wir auch brauchen. So, da haben wir so schon. Fahrtrichtungswende nach vorn. Jo, gucken wir uns mal den Waggon von innen an. Ja, sieht man jetzt nicht allzu viel. Okay, es gibt nur diesen einen, den man sich von innen ansehen kann. Ja, naja, okay. So, interessante Form haben sie mit dem Buckel oben, wie so ein war so ein bisschen. Ja. Ja. Fahren wir mal ab. Aus. Eine schöne Panoramaübersicht hat man hier aber im Kopf. Beziehungsweise im. Oh, die geht sogar auf. Na super. Ist ja sehr selten beim Train Simulator. Wieder zu. Ja, schön übersichtlich hier. Kann man schön rausschauen. Schade, dass die Fenster nicht aufgehen. Aber man kann sich ziemlich weit nach hinten drehen, erstaunlicherweise. Licht geht auch. Gut. Wenn wir hier noch ein bisschen rumdümpeln mit 10 Meilen pro Stunde. Aus. An. Ach, schlecht sieht er ja nicht aus. Wir haben eine Nummer vorne dran, sogar die 360. Schauen wir mal weiter. Ja, so weit gefällt er mir. Okay, dann wieder ins Fahrerhaus oder Führerhaus. Aus. Thank you.
aus, an. So ein bisschen bremsen müssen wir. Mal sehen, wie der Stein hier bremst. Ja, geht schon. Aus. Da steht auch schon ein Zug. So, wir werden mal wieder einsteigen. Aha. Ziemlich leer hier draußen. Aus.
gleich werden wir über San Bruno fahren und dann in Milbrae anhalten. In 3,5 Meilen ungefähr. Mal schauen, wie der Bahnhof so ausschaut. Der Bahnhof gerade eben war ja ein bisschen, wie soll ich sagen, sehr leer. Da war ja wirklich nur der Bahnsteig und gerade mal die zwei alte Wartehäuschen oder wie sich das nennt. Ja, schauen wir mal. Aus. Ja, der Bahnhof ist ein bisschen mehr ausgebaut. Wahrscheinlich halten wir deswegen auch hier und nicht bei dem anderen komischen. Das muss irgendwie so ein Zwischenbahnhof gewesen sein oder was? Der mit den zwei Wartehäuschen. So. Hoffentlich kommen wir noch richtig zum Stehen hier. Vergesse ich noch fast das Bremsen, weil ich hier quatsche. Ja, schaffen wir noch. Gut, dann sind wir da. Lassen wir die mal rein und raus. So. Schauen wir uns den Bahnhof mal ein bisschen von weiter weg an. So. Na, wo sind wir? Ah, da drüben. So. Ja. Nicht schlecht, aber jetzt auch nichts Besonderes in dem Sinne, aber okay. Ist ja egal. Wo geht Saul hin? Achso, nirgendwo hin. Auch gut. Ja. So, gucken wir mal, ob die hier schon alle eingestiegen sind. Keiner mehr auf dem Bahnsteig zu sehen. Ging aber schnell. So, dann haben wir noch kurz Zeit hier mit der Kamera mal so reinzufahren. Das wäre das Unterdeck. Das ist das Oberdeck hier. Ja, hier ist nicht so viel los. Keiner da. Okay, dann fahren wir mal weiter. Jo. Will keiner mitfahren. Kann man nichts machen. Aus.
an. Ich habe gesehen, dass es beim Train Simulator 2018 anscheinend jetzt dieses Hornsymbol gibt, wo man Signal zu geben hat, zum Beispiel vor Bahnübergängen oder so. Und zwar hier unten, habe ich das vorhin gesehen, schon zwei, drei Mal. Das gab es bisher nicht. Ich nehme mal an, das müsste das Zeichen dafür sein, dass man da ein Signal geben muss. Okay, aber das wusste ich auch vorher schon. Ja. Mal sehen, ob wir sonst was Neues entdecken beim 2018er. Ja, ist ja gut. So. Wie das hier so aussieht. Ah, okay. Fabrik oder Lager und da kleine Häuschen, da hinten ein paar größere. Sehen irgendwie alle gleich aus, oder? Keine Ahnung, vielleicht ist das ja so in Peninsula. Oh. Aber schlecht sieht es ja nicht aus. Aus. Weder die Schranke hat sich geschlossen, noch halten sie an. Das sieht völlig egal. Ich bin mitten durchgefahren. Ja, gut. Ist nichts passiert, zum Glück. Oh Mann. Das ist mir zum ersten Mal passiert im Train Simulator, muss ich sagen. Aus. Thank you.
Ja, wir sind sogar auf die Sekunde pünktlich. Okay. Ja gut, ich war ja auch mal ein bisschen zu schnell. Aha, aha. Was ist das? Ein Bahnhof? Ein Einkaufscenter? Fabrik? Irgendwie sowas. Okay, geht schon wieder weiter. Aus. Schade, dass es keine Fahrgäste gibt. Ich meine, im Prinzip ist egal, wann ist man schon hier drin, aber trotzdem, normalerweise sind ja zumindest ein, zwei, drei Männchen hier rum. Also im Train-Simulator, aber in diesem Zug halt nicht, den mag keiner. Vielleicht habe ich hier so einen Stinkezug oder was. Okay. Aus.
an. Gleich fahren wir über Redwood City. City. Na, mal gucken, ob es wirklich eine City ist oder so ein Dörfchen. Aus. Ja, okay, sah jetzt nicht nach mehr City aus als vorher. Ein bisschen mehr Gebäude, aber der Bahnhof sah jetzt auch nicht so City-mäßig aus. Auch ziemlich leer. Also kaum bebaut. Egal. So. Wie viel? 4 Meilen noch bis nach Palo Alto. Salto wollte ich schon sagen. Aus. Ja, ging sich gerade noch so aus mit dem Anhalten. Ein bisschen knapp gewesen. Aber wir haben es noch geschafft.
So, und das sogar noch pünktlich. Ich dachte, wir kommen eigentlich zu spät, weil ich jetzt nicht so am Limit gefahren bin, wie ich es sonst machen muss bei Train Simulator. Ja, aber ist zu schaffen. Okay, geht auch schon wieder weiter. Aus. Da sehe ich gerade die typische Feuertreppe. Die typischen Feuertreppen in Amerika. Wo geht die hin? Aufs Dach, yay! Dann springen wir runter. Okay, gut. Zurück zum Zug. Wo ist er? Da. So. Gucken, was uns da vorne erwartet. Bing, 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 bing. So, hier warten wir mal auf unseren Zug. Oh. Aus. In 5 Meilen halten wir auch schon wieder in Mountain View auf Gleis 2. Aus. Thank you.
an. Ja, da bin ich ein bisschen zu langsam reingefahren, haben Verspätung von, was war das, 2-3 Sekunden? Oh, war ja. Werden sie wieder alle schimpfen mit ihrer Funko am Handgelenk? Okay, ich erzähle ein bisschen Blödsinn. Naja, okay, was soll's. Bin hier nicht der erste Mensch, der das tut, ne? Okay. Ja, geht auch schon wieder weiter. Aus. Jo, nächster Halt in circa 11 Meilen in San Jorge, José Duridan. Kleiner Versprecher, kann passieren. Ja, wir müssen ja schon die Dreiviertelstrecke hinter uns haben, nach dem Punkt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir schon fahren. Mal gucken. So, 26 sind wir abgefahren und jetzt haben wir 53. Halbe Stunde fahren wir gerade, nicht mal. Achso, ist der letzte Halt auch schon. In San Jose de Vida. Jo, da haben wir sie halbwegs überlebt, das Ganze. Aus.
an. Ja, gleich erreichen wir Santa Clara. Und dann sind wir auch schon fast am Ziel. Ja, ich weiß, 35 Meilen runter. Bin ja schon dabei. Aus. Da habe ich jetzt ein bisschen zu viel gebremst. Naja, macht nichts. Ein bisschen beschleunigen wieder. Aus. Verdammt, die 10 km/h habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ah, so viele Punkte weg. Nein. Pech gehabt. Ah. Aus. Wahnsinn, wie viele Punkte waren das jetzt? 400, 500? 400, 500 Punkte müssen jetzt verloren gegangen sein wegen dem kurzen Stückchen. Naja. Aus. Thank you.
an. Ja, das kann noch dauern, wenn wir hier nur mit 10 Meilen die Stunde rumeiern dürfen. Wie sieht da nicht? Aus. Naja, immerhin können wir jetzt schon auf 20 rauf für die letzten 0,7 Meilen. Und dann sind wir auch schon in San Jose Diridon. Oder Diridon, oder Diridon, wie auch immer ihr es wollt. Dann sind wir jedenfalls da. Ja. Aus. So, da seht ihr es mal, obwohl ich eigentlich vorhin viel zu schnell war, in der 10er-Zone, kommen wir zu spät. So viel dazu. Aus. An. Ja, okay, ich bin vorhin zum Halten gekommen in der 10er-Zone, aber das dürfte jetzt nicht so ein Riesenunterschied gewesen sein, weil immerhin bin ich ja mit 40 in der 10er gefahren. Jo, naja. Egal, kommen wir eben ein bisschen zu spät, ist ja nichts Neues bei der Bahn, egal wo auf der Welt. Kommt halt vor, ne? So. Und da sind wir auch schon. Aus. Ganze 261 Erfahrungspunkte erhalten. Yay. Okay, gut. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.